Die Wintervorbereitung ist vorbei und der FC Hansa kann mit einem guten Gefühl in die Rückrunde der dritten Liga starten. Das Team von Trainer Christian Brandt hat sich nach den Siegen gegen Görmin, Nordsjælland und Güstrow auch beim letzten Testspiel erfolgreich durchgesetzt. Den Treffer des Tages gegen Hertha BSC 2 erzielte Christopher Quiring. Neben dem Ex-Unioner liefen mit Joshua Nado, Tim Verrünen und Amori Bischoff zudem drei weitere Neuzugänge für die Kogge auf, die erst in der vergangenen Woche beim FCH unterschrieben haben. Für sie heißt es nun Mitspieler, Verein und die Stadt kennenlernen. Die Jungen sind cool, die haben mich sehr, sehr gut aufgenommen. Sofian Benamina, die ich mit ihm in Münster mit ihm gespielt habe, der hat mich auch sehr geholfen und jetzt bin ich bei Hansa, bin ich glücklich und jetzt habe ich diese Woche ein bisschen Zeit, mich die bisschen Stadt und die Sachen drumherum, um den Verein mich einfach anzugucken. Die Hansa-Fans wird Amori Bischoff bei seinem ersten Heimspiel in Rostock leider nicht erleben. Die Partie gegen den SSV Jahn Regensburg findet am Sonnabend unter vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie genial der Support der FCH-Anhänger allerdings normalerweise ist, weiß er noch aus seiner Zeit bei Preußen Münster. Vor zwei oder drei Jahren, wenn Hansa bei uns in Münster gewonnen hat, nach dem Spiel, wo die Mannschaft zu den Fans gegangen sind, wo diese Hymne so au sozusagen gesungen hat, war, ich habe selber Gänsehaut gekriegt. Von daher ist es schade, aber müssen wir damit umgehen und einfach sozusagen ohne Fans die drei Punkte holen, damit unsere Fans dann glücklich sind und damit die 8 Tage später in Münster alle kommen. Das Nord-Süd-Duell gegen Regensburg wird vom FC Hansa Fanradio und per Livestream durch den NDR übertragen. Die 3:1 und 999-Sponsoren sind bereits gut auf die Drittliga-Rückrunde der Kogge eingestimmt. Im Anschluss an das Testspiel gegen Hertha 2 hatte der FC Hansa zu einem besonderen Sponsorenabend eingeladen, an dem insgesamt 220 Partner teilnahmen. Wenn man überlegt, dass wir letztes Jahr im Hanseatentreff, also der zwar eine schöne Location ist, aber da passen ungefähr 40 Personen rein, und dass wir die 3:2-Sponsorenveranstaltung da gemacht haben und heute im Businessraum sind, spricht für sich. Also letztes Jahr waren 35 ungefähr da, heute sind über 200 da. Zeigt einfach, wie erfolgreich die Aktion ist. Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Expertentalk. Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien, Vorstandssport René Schneider, Cheftrainer Christian Brandt und Marcel Schuhn debattierten gemeinsam mit den beiden Hansa-TV-Moderatoren Oliver Schubert und Arvid Langschwager über verschiedene Themen rund um das Vereinsleben. Die Idee dahinter kam auch bei den Sponsoren sehr gut an. Ja, ich fand das gut. Also allein so die Idee, wie das im Fernsehen aufgezogen wurde mit dem von Sport 1 damals, oder ist ja immer noch, da fand ich einfach gute Ansätze, um die Leute wieder inspirieren zu können, den Verein zu unterstützen. Also tolle Sache. Innerhalb eines halben Jahres hat sich die Anzahl der 3:1 und 999-Sponsoren beim FC Hansa Rostock mehr als verachtfacht. Alle weiteren Informationen zum Thema Partner werden beim FCH findet ihr auf www.fc-hansa.de. Antenne MV ist bereits seit über 2 Jahrzehnten Partner der Kogge und sorgt derzeit mit einer ganz besonderen Wette für Gesprächsstoff. XXL-Morgenmann Onni Schlebusch hatte gewettet, dass der FC Hansa auf einem Aufstiegsplatz überwintert. Sein Wetteinsatz? Abnehmen. Ehrensache, dass der FC Hansa einem seiner größten Fans dabei hilft. Für den Pfunzkerl gab es ein Spezialtraining mit den Profitorhütern der Kogge, bei dem Onni ordentlich ins Schwitzen gekommen ist, aber am Ende überglücklich war. Wir drücken die Daumen, dass die Pfunde weiter purzeln. Für große Begeisterung im gesamten Team sorgte auch in diesem Jahr die Aktion Meine Bande für Hansa. Weit über 30 Banner haben dem Rasenplatz an der Kopernikusstraße während der gesamten Wintervorbereitung ein ganz besonderes Aussehen verliehen und kehren nun zu ihren Käufern zurück. Selbstverständlich mit den Unterschriften der Profis.